Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und irgendwo ist auch die Mathilde, die ist noch im Haus. Genau, ach ja, hier die Außenmauer. Stimmt, da war ja was, da brauche ich auch noch dabei. Also Mathilde baut heute noch an den Tempel, ich baue hier nochmal die Mauer und wollte da auch nochmal eine Treppe bauen. Eine Tür wolltest du mir bauen. Oh, ich habe sogar eine Tür im Menü, glaube ich. Genau, das Oder ich baue gerade eine zumindest, ja. Das wäre ganz gut, dann kannst du... Wo willst du denn die Tür hinhaben? Hier, an der Mauer, hier unten. Wo das Loch ist. Wieso laufe ich denn jetzt nach oben? Weiß ich nicht. Wo jetzt mal die Aussicht genießen? Mal von oben gucken. Hallo sagen. Hallo. Also ich habe die Tür, du musst sie dir nur abholen. Was? Kannst du mal... Das ist ein schlechter Service. Ich habe dich beauftragt mit deiner Baufirma. Dass du mir eine Tür erstellst und dann soll ich sie selber abholen? Wo sind wir denn hier? Bei den Barbaren. Ich hack dir gleich den Kopf ab da. Ich glaube, mich hackt. Muss ich da selbst noch die Tür abholen? Si, si, claro. Kannst du es nicht per Paket schicken? Nee, IPS, UPS funktioniert hier nicht, DHL auch nicht. Und Scheiß. Kannst dich bei denen beschweren, nicht bei mir. Ey, bleib weg, Großer. Ich will nur Steine kloppen. Na, bleib mal liegen da. Ich sehe gerade, ich habe noch gar keine vernünftigen Schuhe. Ja, bei mir geht nach und nach immer wieder die Rüstung kaputt. Ich habe nämlich auch keine Schuhe mehr. Aber ich glaube, wir müssten auch Felle besorgen, damit ich überhaupt was brauche. Wir haben doch super viel Felle erst geklaut. Wir haben doch die ganzen Menschen gehäutet. Ja, den gucke ich mal gleich, wenn ich hier mal, sag mal, fertig habe. Doch sagen, wir haben doch erst keine Ahnung, wie viele Felle geerntet. Bin ich mir nicht so sicher. Doch, das war eine ganze Menge. Kommt mir schon so lange vor. Ja, wir hatten halt eine Spielpause, mein lieber Heinrich. Oh. Woran merkt man, dass wir eine Spielpause hatten? Heinrich weiß nicht mehr, was wir als letztes getan haben. Ja, das ist normal. Also die Kollegen wissen auch immer, wenn Montag ist, brauchen die mich nicht wegen letzter Woche fragen. Das habe ich alle schon vergessen. Ich habe nicht so viel Speicherkapazität. Oder ich merke mir einfach nur wichtige Sachen. Zum Beispiel, dass du meine Tür hast, verdammte Axt. Ja, komm her und hol sie dir. Ich komm hin und hack dir den Kopf ab. Versuch's doch. Ja, das geht ganz schnell. Die scheiß Fackel auch noch kaputt gegangen. Tja. Also wenn du mich bedrohst, dann baue ich dir bestimmt keine neue. Das war auch irgendwie. Ich weiß nämlich nicht, ob du die reparieren kannst. Das war eine provisorische, kann ich nicht reparieren. Ich habe sie weggeworfen. So.
dann gucken wir mal, ob das reicht. Ob das schon reicht? Ich baue lieber noch ein paar weitere. Was willst du weitere bauen? Ah, ich kletter. Geh da hoch, du Horst. Böden für meinen Tempelplatz. Reichen doch noch nicht. Was für Werkzeuge wollen wir denn als erstes aus Eisen herstellen? Spitzhacken oder Äxte? Ich hätte gesagt Spitzhacken. Okay. Fackel auch das wieder geht wegfacken. Da nicht. Hä? Wieso kann ich das? Hallo. Oh, jetzt gib mir mal was. Hol ich mir die Tür, du. Heinrich holt sich die Tür. Wie viele Treppen möchtest du denn eigentlich haben? Habe ich gerade keinen Stein für. Ja, ich will zu meinem Tempel hoch, weil jedes Mal das Klettern, da verliere ich zu viel Lebensenergie. Dann baue ich dir so viele Treppen, wie ich kann, gerade von den Steinen, die ich habe. Oh, ich habe kein Holz mehr. Wo bist du denn? Ich bin hinten bei meiner Tempelbasis. Ich bin unter deiner Tempelbasis. Bist du oben oder was? Schau dich doch mal ein bisschen hin. Ich bin da gerade noch im Holzhacken gewesen. Ey, wenn du zu mir herkommst, hacke ich dir den Kopf ab, du Scheißvieh. Bleib weg. Ah, da hinten. Komm her. Oh, ich verwundere dich wirklich. Upsala. Entschuldigung. Nein, wollte ich nicht. Ich will nur die Tür haben. Hast du davon. So. Ich hab dir die Tür dahin geworfen. Hol sie dir. Bevor ich es mir anders überlege. Endlich eine Tür. Mensch, hat das gedauert. Danke. Schnauze voll von diesem verdammten Lieferservice hier. Danke. Weil wir müssen auch diesen Riesenkroko hier mal töten. Der geht mir auch auf den Sack. Ja. Die Viecher gehen mir alle auf den Sack heute. Meine Güte, was bist du denn so aggro, lieber Heinrich? Ah, muss heute geschnitzelt werden. Heute muss einfach mal geschnitzelt werden. Aber wir haben doch erst letzte, ich glaube letzte oder vorletzte Folge haben wir so viel. Ja, aber das liegt an das liegt am Lieferservice der Tür. Das macht ein aggro. Ich gebe dir gleich Lieferservice der Tür. Und ja, das ist einfach so. Und ich habe immer noch keine Stiefel, also komm du mir nicht mit schlechtem Lieferservice. Ah, Krokoman! Uhu. Ja, Stiefel, ja, komm bald. Ja. Erst die Mauer, dann gucke ich mir den Rest mal an. So.
Eins nach dem anderen. Ich fange mal hier 20 Baustellen an. Wo sind wir denn hier? Sind doch nicht hier in Berlin. Auf dem Flughafen. Juhu, ich habe meinen Tempel. Endlich. Und was kannst du in deinem Tempel machen? Das ist viel interessanter. Ich kann ein Mitra-Kreuz machen. Was bringt das? Ein für die rituelle Reinigung der Toten benötigtes Kreuz. Keine Ahnung. Aufwertung des Heiligtums. Okay. Ambrosia. Ambrosia war doch ein Wein oder sowas. Eine angeblich von den Göttern gesegnete Speise. Ah. Und Opfergabe für Mitra. Ich hoffe, der Ambrosia heilt uns. Das wäre echt dufte. Was brauchst du zum Herstellen von... Spielende Essenz. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich hab grad vom... Auf jeden Fall werde ich als erstes ein Mitra-Kreuz machen. Und das kannst du machen, ja? Und darum machst du das, oder was? Mhm. Genau. Aber erst einmal mache ich noch ein bisschen Holz. Mir geht hier alle, die ganzen... Mach ein paar Treppen. Ja. Wichtig wäre noch rauszufinden, wie man verfickt nochmal Klamotten repariert. Das wäre echt nochmal... Wahrscheinlich ist das eine extra Fähigkeit, die du freischalten musst. Ja, aber erstmal die Tür. Kann man die drehen? Oh ja. Tür. Holztür. Automatisch schließen, deaktivieren. Man kann sie zurück ins Inventar packen. Nummern. Die Tür ist offen und ich kletter trotzdem rüber. Hm. So, ich glaube, ich kann keinen Stein da hochballern, oder? Oh, hier sind ja noch zwei kleine süße Eisensteine. Hallo. Ach nö, kriege ich hier nicht platziert. Das ist natürlich doof. Pushen wir hier mal ein bisschen. Kannst du denn überhaupt anders als zu pushen? Nö. Hauptsache ist zu. Zack. Fällt doch gar nicht auf. So, jetzt willst du Schuhe haben hier. Oder Sandalen. Ja. Also diese normalen Sandalen aus Dings habe ich ja. Ich habe übrigens 4 Treppen für dich. Das würde schon reichen. Ich gucke gerade mal, was ich brauche. Ich pack die in die Kiste auf dem Dach. Mhm. Ja, es fehlt auf jeden Fall Tierhaut. Wir haben doch erst so viel gemacht. Tierhaut und Zwirn brauche ich. Ich muss ja erstmal wieder diese leichtes Futter machen. Ich glaube, dann für die Stiefel gleich sogar 2 Stück. Zweimal leichtes Futter, da sind schon mal 20 Tierhaut. Und dann einmal für die leichten Stiefel selber sind dann auch schon wieder 10 Tierhaut. Oh, wir brauchen auf Eisen. Ich sehe gerade, wir haben noch 22 Eisen. Wo sind die Treppen? In der Truhe auf dem Dach. Hör zu. Hast du mir das gesagt? Habe ich gar nicht gehört. Auf dem Dach. Dann verbaue ich die nochmal und dann können wir von mir aus irgendwas anderes machen. Ich
würde tatsächlich Eisenstein gehen. Ja, kannst du auch schon mal ohne mich losgehen. Ja, ich muss hier noch ein bisschen ausräumen. Hier ist übrigens auch noch Zwirn. Noch ein bisschen auspacken, dass ich ein bisschen mehr tragen kann. Hier unten ist übrigens auch noch eine Treppe. Ah, cool, aber... baue ich das jetzt einfach an. Hattest du die Treppen an normalen Blöcken oder Bödenteile gebaut, also in Bodenteile? Die musst du an Bodenteilen packen. Ah, das heißt, ich muss einen Bodenteil bauen. So, Knochen. Haben wir noch Knochen? Haben wir noch ein paar Pfeile, da haben wir noch Knochen. So, warum kann ich ihn nicht platzieren? Weil da wieder irgendwas fehlt. Ups, nein. Oh, fuck it. Da brauche ich ja keine Stöcke für, da brauche ich ja Pflanzenfasern für. Ich glaube, ich werde ja an diesem Treppenprojekt sterben. Das Gefährlichste in dieser Welt sind die Treppen. So. Ich glaube, wir müssen sowieso mehrere Tempel bauen. Ich glaube, das erste ist eh nur so ein kleiner... Oder müsste man den aufwerten? Aufwerten. Hui. So, wie sieht's denn eigentlich aus hier mit unserem Sklaven? Hat der noch genügend Futter? Ach, wir haben ja einen Sklaven. Wir müssen ganz dringend Schleimsuppe machen. Wir haben noch was im Lagerfeuer. Guck mal im Lagerfeuer. Zumindest müsste das Zeug noch da sein für Schleimsuppe. 20 Schleimsuppe sind noch da, das hält nicht lange. Ja, aber in der Zeit kannst du natürlich schon wieder neue machen. Oder ja. Suchen. Für 30 Minuten reicht das. Ah, hier ist noch ganz viel Schleimsuppe. Gut, haben doch genügend Schleimsuppe, alles gut. Upsala, das war wieder... Ah, der Sklave ist sogar fast fertig, unser Rüstungsmacher. Das ist toll. Ja, finde ich auch. Weißt du, was mir gerade für einen Fehler aufgefallen ist? Nein. Wir müssen da, wo die Tür ist, eine Treppe hinbauen. Das ist gerade mein geringstes Problem. Schon wieder halb tot. Oh, was machst du denn? Ja, ich falle die ganze Zeit und krieg Fallschaden. Das ist es. Warum machst du sowas auch? Ja, weil ich da eine verfickte Treppe ins Nirgendwo bauen muss. Ich höre irgendwas. Bleib, egal was du bist, bleib weg. Ich hau dich zu Tode, ey. Ach, verfickte Scheiß... Dreckvieh. Das Ausweichen muss ich auch nochmal üben in diesem Spiel. Ja, ich auch. Ich hüpfe eher beiseite. Ich. Oh, mein Trinken ist alle. Dann solltest du es auffüllen. Bin dabei. Kühl mich gleich ab. Ach, schön. Jetzt da wieder hoch.
so die typische Eisensammelroute. Jetzt kletter da hoch, du! Ist daneben. Sohn einer Ziege. Ich will einfach daneben einen haben. Das kann doch nicht so schwer sein manchmal in diesem Spiel. Ich will doch nur ein Steinchen daneben haben, verdammte Axt. Scheiße! Ah, stirb! Hilfe! Ich will nicht runter, ich will daneben. Ich will davor. Oh ja, lass dein Schwert fallen. Alles gut, Tussi. Boah, ich bin eine Killermaschine. Das ist doch schön. Ich habe so ein Steinvieh fast komplett mit dem Schwert besiegt. Wo kann ich den da oben nicht ransetzen? Verdammte Axt. Geronimo! Jetzt baut er es wieder hier nicht ran. Also manchmal... Mathilde, die Killermaschine! Schön. Aua! Stirb! Stirb! Jetzt fehlt mir wieder Stein. Nein! Nein! Doch. Oh! Ups. Ups. Also dafür, dass ich die Treppe einfach nur schnell irgendwie hinpushen wollte, sieht es bisher ganz gut aus. Ich muss nur noch irgendwie eine Bodenplatte hinkriegen. Damit man nicht, wenn man die Treppe runtergeht, gleich in die Schlucht fällt. Dann passt das. Das wäre gut. Dann passt das. So ein Eisenviech. Steinviech. Bringt Schwefel, weißer. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht, den kann ich irgendwie noch nicht so leicht töten. Krokodile gehen mittlerweile. Und andere Viecher auch, die wir hier im Anfangsgebiet haben, aber der nervt irgendwie. Den weiß ich noch nicht, wie ich den besiege im Nahkampf. Auf zu klettern, da ist ein Absatz, da kannst du gehen, mein Freund. Ah.
Hast du gekillt? Ja, der dritte. Im Nahkampf. Ich bin eine Killermaschine. Juhu, ich hab's gebaut, ich konnte es bauen. Juhu, ich komme jetzt hier hoch. Juhu. Wenn du es baust, wird er kommen. Juhu. Sieht sogar schick aus. Sehr schön. Geh weg, du Fliege. Klack, es sieht schön aus. Ich tue mir da jetzt nicht mehr weh. Juhu. Ich bin stolz auf dich. Ich hoffe mich auch. So. Eisen meinst du, ja? Ja, da bin ich gerade dabei. Lieber Vogel, braver Vogel. Nein. Böser Vogel, böser Vogel. Geh weg, böser Vogel. Aus, Vogel, aus. Vogel, sitz. Na gut, Vogel. Du willst Stress? Dann kriegst du Stress. Kommst hier nicht hoch. Haha, doofer Vogel, doofer Vogel. Oh, hier sind 200 Tierhaut. Upsi dupsi. Da, da, da. Dann gucke ich mal, ob ich es dann rein machen kann. Ach, Zwirn brauche ich noch. Geh mir nicht auf den Zwirn. So. Du wolltest es ja so, Vogel. Ich wollte dich nicht töten, aber du musstest mich ja angreifen. Und deswegen nehme ich jetzt deine Eier mit. Oh, ey, ernsthaft? Willst du Stress? Willst du Stress? Ich mach Stress. Ja, ich mach auch Stress. Schlachte dich, du. Oh, oh. Aua, aua, aua. Au. Meine Ohren. Entschuldigung. Gestorben? Nein, ich quietsche einfach nur so rum. Kann ja sein. Ja, ich wurde getötet durch Strauß. Und jetzt bin ich nackig. Der Killerstrauß. Frust muss ich erstmal etwas Menschenfleisch essen. Toll, ist da wie mit dem nackten Arsch in die Wüste laufen. Toll. Ja, ist ja gleich um die Ecke die Wüste. Ich fühle mich aber so nackig. Wenig Zwirn, oh. Latsch, latsch, die Heide blüht. So. Doofer Strauß. Ich wollte doch nur ein bisschen Eisen. So, wo ist mein Zeug? Wo ist mein Zeug? Weiß ich nicht. Todbeute.
finde meine Todbeute nicht. Na toll, das ist ja so eine doofe Tussi. Die kannst du nicht töten, oder was? Ja, ich hab ja nichts, ich bin nackt. Ah, ich weiß warum. Ich hab an der falschen Ecke gesucht. Da ist meine Todbeute. Ja, du hast mich verjagt. Toll, hol dir einen runter darauf. Oh, und jetzt ist da wieder so ein doofer Vogel. Ja, doofer Vogel. Mann, lass mich doch mein Zeug holen. Leck mich doch am Popo. Nee! Scheiß Vogel. So, zieh ich mich erstmal hier wieder an. So, Leibeigener ist da. Ach, jetzt kann der sogar lederne Rezepte hat er freigeschaltet. Ah. Lederhandschuhe, Arbeitshandschuhe. So. Rache den Vögeln. Stirbt. Psst. Sieh zu, Sklave. Was hast du davon, du doofer Vogel? Ich würde dann sagen, ich gehe gleich noch auf Menschenjagd. Mach das, wenn du es nicht lassen kannst. Ups. Scheiß Vogel. Was hast du davon? Jetzt häute ich dich. Mich häute ich auch nochmal. Ich dachte, ich häute mich. Ich dachte, ich krieg da was draus. Scheint nicht. Der Axt? Nee, ich kann mich nicht häuten. Na gut. Denn er hat nicht. Braver Vogel, lass dich nicht von mir stören. Ich will nur den Eisenstein, ich will nichts von dir. Sei denn, du nervst mich, dann töte ich dich. Brave Vögel. Ich will hier nur ein bisschen Stein holen. Oh, ein Gerber. Nein, nein, nein. Ist unsere Rüstungsmacherin denn schon fertig? Ja. Entschuldigung. Aua. Die Gerberin war zu hart. Aua. Amen. Größter Held in deiner Welt. Oder irgendwie sowas war das doch. Keine Ahnung. Aber sowas könnte ich mir vorstellen, ja. Okay, ich glaube, ich bin durch mit den Eisensteinen hier. Wirkt zumindest so. Nee, ich hab noch gar nicht angezogen. Was bist du denn für eine hübsche Pflanze? Ich sehe doch nichts, geh weg. Gelb? Keine Ahnung, was man aus diesen Pflanzen machen kann. Ohoho. Verbrüllt, lasst mich in Ruhe. Ich bring höchstens noch ein paar Gnus um auf meinem Weg nach Hause. Heinrich braucht Fell.
Oder sehe ich das falsch? Ja, ist ja gerade eine Mache, kann man ja gebrauchen, ja. Ich hätte gerne jetzt mal den Typen, den ich gekillt habe, scherzlich schon aufgelöst. Nur weil diese dumme Kuh. Und du kannst dich selber häuten. Ja, keine Ahnung, bei mir hat es halt gerade nicht geklappt. Ich weiß ja auch, dass ich mich schon mal selbst gehäutet habe. Dankeschön. Hey, bleib stehen. Lauf nicht weg. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ich will dich doch nur töten. Ah. Heinrich braucht Felle. Ah. Zieh ich dich hinterher? Komm mit, Gerber-Vibe. Oh, ich sollte was trinken. Schluck, Schluck, Schluck. Nein, ich kletter. Hör auf zu klettern, du Horst. Oh. Regst mich manchmal auf. Wie kommt man ohne zu klettern durch diese Tür? Tja, mit einer Treppe, würde ich sagen. Ja, die hilft mir jetzt sehr wenig. Man hüpft einfach rein. Das könnte klappen. Hui! Nein. Und? Komm her, du! Nein, klappt einfach nicht. Der lässt sie immer los. Gucken wir mal, ob wir von hinten rankommen. Nein, kommst du nicht. Ah, super, die rutscht jetzt irgendwo in den Berg rein. Soll ich dir da noch eine Tür hinsetzen? Treppe. Ah, wenn der nicht immer klettern würde. Wenn es zu hoch ist, lass sein, Junge. Ich hab's fast ohne Autoklettern hingekriegt. Ja, du kannst mir gerne eine Treppe bauen, wenn du gerade in der Heimat bist. Treppen haben wir noch in der Kiste. Bist du hier? Ich kann auch schnell eine herstellen. Bist du hier, oder? Ja, ich fange hier gerade an. Ah, super. Ich bin gerade an der Mauer angelangt, sozusagen. Ich zieh die voll hinterher. Hui! Bitteschön. Hui! Vielen Dank. Bitteschön. So, wie packe ich die jetzt da nochmal rein? Rad. Ach Mist, das hätte ich machen sollen, weil ich habe noch die Aufgabe, einen Feind auf das Rad der Schmerzen bin. Boah, hol mir den nächsten. Ich habe dir noch 38 Felle übrigens mitgebracht. Sehr nett von dir, danke.
Ja, ich weiß, so bin ich. Und ich habe Gelb-Lotusblüten gefunden. Keine Ahnung, wofür man die brauchen kann, aber ich habe sie dabei. Ja, einfach mitnehmen. Deine Stiefel sind auch schon fertig. Mein Mitarbeiter hat dies erledigt. Rava-Mitarbeiter. Das ist aber sehr nett von dem. Dafür kriegst du auch hier so einen Menschenarm, wenn du willst. Lecker, lecker Menschenarm. Ich nehme auch normales Essen. Esel. Ich war noch vorhin so frustriert. Ich meinte meinen Mitarbeiter. Ach so. Da kannst du ja in die, in das Futtersklaven-Dings packen. Essen die auch, ja? Ja, die essen auch. Menschenfleisch? Weiß nicht. Ich nehm's mal mit. Pack's mal rein. Da haben wir ja diesen großen Topf gemacht. Leibeigenen Topf. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Break und mal gucken, jo, was mit diesem Ärmchen werden. Bin gespannt. Mhm. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.